Meine Herren. Ich zum Beispiel. Und ich. Leute, warum bist du so viel schneller als ich? Fuck. Weil ich ans Gaspedal immer noch komme und du nicht. Knack, knack. Hallo und herzlich willkommen, Ladies and Gentlemen, zu einer weiteren gepflegten Runde Let's Play Grand Theft Auto 5 online zusammen mit Anime-Fan, Andres und der liebe Likoko. Luha. Hallöchen. So, Map-Abbauer, bewerten eure Maps, geht in die zweite Runde. Citywide, my hardest wide, 15-Minuten-Challenge von No-Named User, ne? War richtig? Ja. Gut, laut Rockstar hat das ganze Ding eine knackige Wertung von 50%. Sollten wir also hinkriegen. Juhu, kriegen wir hin. Ey, wer hat denn nicht gewettet? Meine Herren. Ich zum Beispiel. Und ich. Leute, warum bist du so viel schneller als ich? Fuck. Weil ich ans Gaspedal immer noch komme und du nicht. Knack, knack. Jo. Wow, und noch weiter. Wow. Wow. Ach so, ja, den ersten Punkt kann man tatsächlich nicht cheaten. Es gibt zwar da unten eine Stelle, an der man wieder hochspringen kann. Aber der Weg zum Hallo. Punkt ist abgesperrt. Ja, moin. Ich weiß nicht, woher ich das weiß, aber... Boah, da muss man ganz steil runter. Meine Herren, das ist schon wieder knackig. Ja, da, also ich empfehle euch wirklich, da vorher Alter. Ein bisschen zu bremsen. Ja, ich merk schon. Wow. Mich hat's ordentlich weggedreht. Ich hätte den Punkt cheaten können. Ja, yeah. Wir wollen nicht cheaten, wir wollen richtig spielen. Anime? Ja? Ja. Ah, den kleinen Lupin kann man außen vor lassen. Ach so, ihr meintet das ironisch mit den Kammern. Wow. Machen. Aha. Ja, gehören AFK, you know? Ja. Oh, wow. Ja, und lol. Du kannst, wenn du willst, genau reinfliegen. Das war Karma. Ja, ich glaube auch. Da fährt die Ente auf und Likoka und... Likoka ist drauf. Die Ente. Ente nicht. Ja, moin. Hätte ihn fast aus Versehen gekriegt. Ja, ich auch. Deswegen drücke ich immer sofort Respawn. Oh, Ente, was machen wir denn da? Knack, knack. Ah, da muss man ja echt fast im Ich wollte sagen, da muss man richtig... Ja. Ja, ja. Da musst du wirklich... So, und jetzt sind wir drauf. Jetzt. Nee, also, wenn ich drauf bin, kriege ich den Speed nicht mehr. Ich habe gerade Gas gegeben, als ich drauf war. Ich habe den nicht gekriegt, aber ich musste auch ein bisschen mehr tippeln, dann klappt das auch. Wow, wie... Wow, Hallo. Wie nicht assi war das denn? Ich stand hier gerade ein bisschen auf der Kante. Ach ja, wollen wir noch mal kurz erwähnen, wer Controller und wer Tastatur fährt? Ja, ich bin Controller-Spieler. Jeder. Ja. Kann aber auch jederzeit auf die Tastatur wechseln, wenn ich will. Lodi. Wow, ich schaff das nicht. Also, ich finde den Winkel schon ziemlich heftig da, ne? Der ist gut heilig auf jeden Fall. Der ist knackig, der Winkel. Ja, anständiger Schwierigkeitsgrad ist da. Aber an dieser Stelle schon mal Dankeschön für die Map-Einsendung. Ja, sehr und wenn geil. Ihr wollt, unten ist die E-Mail-Adresse verlinkt. Ihr könnt jederzeit zuschicken. Nee, ich krieg keinen Speed. Ja, endlich habe ich ihn bekommen. Bei der Auffahrt auf das andere Wallride. Oh, jetzt bin ich auch endlich mal dran. Wo man da so wenn du gleich den Kreis fährst, Ares, fahr oben. Ja. Weil unten ist eine Mauer drin. Ich treffe ganz oben auf der Spur fahren. Ja. Aber ich krieg dann den Speed nicht, damit ich weit genug wieder hochkomme. Ganz oben fahren, sonst hast du verloren. Ja, wow. Und auf den großen Wallride wieder unten fahren. Heftig. Also haben dir meine Tipps schon mal gut geholfen. Ja, ja, auf jeden Fall. Ich bin jetzt bei diesen Spiralen sind es ja nicht, aber hier die selbst gibt. Ich krieg den Speed nicht. Bastelte. Du musst relativ früh schon wieder anfangen, Gas zu geben. Ja. Ja, jetzt ist eine Abwärtsspirale. Du musst quasi den Winkel auf dem einen steilen Stück einstellen und dann direkt Gas geben. Ich hab verkackt. Leck mich hart. Alter. Und immer noch den Punkt gesehen? Wir waren mitten in einem Schild. Wer von uns dreien soll dich lecken? Ein Gentleman schweigt und genießt. Ich würde sagen, ich hab keine Zeit dafür. Nee, an dich dachte ich dabei auch nicht, aber ey, freut mich. Wer cheatet denn da? Niemand, ich falle. Und nein, ich falle nicht da drauf. Meine Herren, Freunde, was ist denn das jetzt für eine... Nein,
das war leider Gottes reine Blödheit. Der Vorteil am T20 und X21, die halten sich. Du kannst schön langsam die Wallrides abfahren. Wenn, ja. wenn ich den Punkt wirklich hätte cheaten wollen, hätte ich das direkt von Anfang an gemacht. Ich weiß nicht, wo ich lang muss. Das stimmt allerdings. Das Element kenne ich auch, das habe ich auch schon mal gemacht. So. Aber man sieht die Füße durchkommen, das ist also gefährlich, man muss da aufpassen. Über die Absperrung gefallen, scheiße. Aber man kann sagen, er hat sich wieder das schöne Sachen überlegt, meine Herren. Das Schlimme ist, es ist ein durchgehender Wallride, wie es aussieht. Wie lange muss ich ausprobieren, damit ich den cheaten darf? Bis Minute 20. Wow. Meine Herren. Ja. Kennst du diese blau-rote Spirale, die runterführt? Ja, ja. Wenn du auf die Straße kommst, da rutscht immer auf die Straße ab. Ja, ist mir lol. Ist mir eben auch passiert. So, okay, danke nochmal für den Tipp, aber ich bin genau dagegen gefahren. Ja, moin. Nein, das war zu spät im Winkel. Meine Herren. Hat jetzt schon jemand den ersten Punkt? Nein. Das beruhigt mich. Oh nein. Verkacken! Synchron verkacken war das bei euch beiden. Ganz langsam auffahren. Irgendwann ausrichten. Ich muss es instant wieder nachfahren, verdammt. Wenn ich das sehe. Also wie viele Bremsspuren hier an der Mauer schon sind. Habe ich mir aussagen lassen, aber... Ich bin wieder drauf. Ja. Respekt. Oh lol, überdreht. Hab's jetzt nämlich auch raus. Ich war jetzt dran und dann hat sie mich instant überdreht. Nein! Das heißt, hier oben bleiben, ja. Ach, na scheiß drauf, fahr den Looping Ares. Als ob. Oh nein! Ich war so weit! So, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt komme ich gleich wieder. Ach Mann. Nein. Ich war wirklich richtig weit. Fliegen ist schöner. Oh, holy, war das knapp gerade bei mir. Leute. Ja, ich bin gerade auch nur sehr knapp auf den Wallride gekommen. Alter Schwede. Jetzt muss ich mal schauen, wie ich den Wallride da auch gleich anfahre. So, ich arbeite jetzt wieder mit manueller Kamera, Leute, weil ganz ehrlich, ich sehe ganz gerne, was vor mir ist. Ihr wisst, was ich meine? Ja, ja. Oh. So, jetzt kommen wieder diese fünf Sachen und dann kommt wieder die Spirale. Ich hoffe, diesmal verkacke ich da nicht. Ich weiß noch nicht, ich kenne euch den Winkel, wie ich da rausfahren muss, ist mein Problem. Oh. Oh, dann kommt dieser Scheiß. Fahren Sie langsam. Okay, also, dann schaffen Sie es auf First Try. Ja, das ist schon mal geil. Also, man merkt schon, Lernkurve ist da. Ja. Nur bei diesem Element hier bin ich mir noch nicht so. Wow, da habe ich. Wow, zu früh gelenkt. Verdammte Entenscheiße. Verdammte Entenscheiße, please, ja. Oh. Alter! Bist du auch wieder abgerutscht? Ist teilweise ein bisschen fies, die Strecke. Alter, hat er da ein Fünfer-Element eingebaut? Ich würde sagen, das ist auf jeden Fall ein sehr flacher Winkel. Man rutscht da so extrem, das ist schon Wahnsinn. Wieder Oppi von der Omi, was ist da denn verkehrt? Na, wer kullert da den Berg runter? War das knapp. Ja, was nie. Also, Wallride ist momentan kein mehr Problem, drauf zu kommen. Ich muss nur mal die eine Stelle schaffen. Ich krieg's jetzt auch immer hin. Ich bin auch dran. Ja, auf den Wallride komme ich auch drauf. Mittlerweile, ich komm nur nicht bis zum Ende von diesem blöden Wallride. Da bist du im Club noch. Ja, aber nach dieser Spirale da, ey. Ja, da droppt man so extrem, das ist das Problem. Alter, aber nicht mehr feierlich, ey. So, hier unten. Jetzt. Fahren so. Sie langsam. Jetzt geht hier irgendwie Spirale. Oh, wow, Alter. Dann was? Schaffen Sie es auf First Try. Drei Elemente gehen nach oben und auf einmal das vierte geht nach unten. Wow. Ja. Merkt sie das erstmal, so eine Scheiße hier. Die nächste ist schon einfach, die nächste geht nur runter, das ist der Vorteil. Ich hab jetzt schon zweimal dran verkackt. Als ob ich das gerade retten konnte. Leck mich am Arsch. Ja. Was? Silence. Oh, guck mal, da oben fällt die Ente. Ich glaube, der fällt ein bisschen schneller. Ich fahre gerade langsam. Ich möchte nämlich schaffen. Wir müssen aber gleich trotzdem da schneller fahren. Unten bei der Spirale dann. Irgendwo aus der Spirale muss ich schnell rausfahren. Ich will nur bis hier erstmal langsam fahren. So, ich bin jetzt gleich an der Spirale. Ich fahre gerade die Spirale. Jo, me too. Zu früh Gas geben, ich hab überdreht Insta auf. Ja. In etwa da, wo ich jetzt bin. Ja, hier ist wieder so eine Spirale. Also, das ist ein anderer Roller mit den Spiralen, okay. Gut, ah, das geht aber klar. Ja, ich sag ja, der Stück, der ist nicht so schwer. Ich bin da eben schon mal lang gefahren. Hä, lol, wo soll ich denn da hin? Mich würde mal interessieren, was noch der einen Spirale noch kommt, die uns so fertig macht. Ob da noch viel kommt oder? Na. Ja, moin, Alter.
Okay, alles klar. Jetzt sehe ich auch mal die Rampen, von denen ihr gesprochen habt, hier diese Schickscheiße. Mhm. Anime, komm mal hier runter, ziehst dir rein. Na, mach ich gleich, wenn ich aufgebe. Ohne Scheiß, mach's einfach. Mach's einfach, das ist schon wieder zu knuffig, ey. So überhaupt nicht getan. Nein! Am besten noch Neon-Pink oder sowas. Also sind schon grau, aber... Ja, der nächste Punkt ist auch easy. Ich hab noch vorher respawned. Ich glaub, da kommt man gleich hoch. Doch, doch, kommst du. Versuch mal... Ja, das ist immer... LOL. Du musst Warum relativ mal... schnell sein, aber... Ja, moin. Das ergibt gar keinen Sinn. Siehst du schon, bist du drauf. Hab doch eben gerade da respawned, Alter. Ja, moin. Eieiei, was soll ich dazu noch sagen? Was ist das denn so? Jetzt sind wir wieder an der Stelle, jetzt sind wir wieder an der Stelle, Freunde, jetzt geht's wieder ab hier. Der hat da oben noch ein Schild in den Vorwald reingehauen. Nee, das ist die Strecke, die andere Strecke, wo du nachher fährst. Da kreuzt sich die Strecke sozusagen. Was? Ja. Ich muss gleich mal. Auf jeden Fall bin ich da gerade gegengefahren. Ich bin eben mit meinem ersten Versuch da lang zu fahren, weil ich eingedonnert und dachte immer so, ja, das macht bestimmt außer mir keiner so gewiss. Ja, das sag ich nichts mehr. So, Anime, wo sind Sie? Wieder auf dem Wallride unterwegs. Ja, komm mal dann runter, Minute 27. Wir haben ja noch eine Map sogar. Oh! Das wird mein letzter Versuch jetzt hier oben auf der Map. Das geht doch überhaupt nicht, Alter. Weil ganz ehrlich, was? Die Map. Eine, hast du von unten schon gesehen, was ich dann einer machen muss, falls ich es schaffen sollte? Ziemlich viel Wallride-Gedöns, ja, keine Ahnung. Also richtig durch. Der nächste Punkt überhaupt? Richtig durchsteigen tue ich da nicht. Okay. Der nächste Punkt, den kannst du dir ganz easy holen. Ich wollte gerade sagen. Nee. Nein. Hier die Rampe. Ich weiß doch schon. Chill mal deine Eier. Ja, du hast doch gefragt. Ne, und dann links die Rampe hochfahren, wenn du oben bist. Richtig, der Punkt ist nämlich oben auf so einem Dach drauf. Genau. Ich hab den schon. Da ist gleich die Ausfahrt, Freunde. Jetzt sind wir wieder an der Stelle. Jetzt bin ich mal gespannt. So, jetzt einen perfekten Try hinkriegen. Einen perfekten Try. Das ist jetzt eine Spirale, wo du weißt nicht, wann genau die endet. Geradeaus. Nee, du hast zu spät Gas gegeben. Punkt auf dieser Plattform, siehst du die? Mhm. Ja, ein bisschen mehr Speed landest, sag ich genau drauf. Okay. Ich hab ihn trotzdem. Ja, moin. Weißt du, wie das hier unten wirkt? Aber jetzt mal ernsthaft Anime-Fan, warte mal eben. Anvis. Ja. Zu schnell. Anime, komm jetzt mal runter, dass deine Zuschauer genau das sehen, was ich gerade sehe. Also meine Zuschauer haben schon Lachkick seit Minute 16 oder so. Ich droppe jetzt, ich probiere genau rein zu droppen in den Punkt. Ich bin immer noch okay, zu schnell. Fahr nicht weiter da. Ich stehe vorm Ziel. Ja, ja. So, Freunde, wir droppen in den Punkt. Ja, da wäre der Wallride. Da ist... Wow. Unperfekter Drop in den Punkt rein. Wow. Hä, wie soll man denn da reinkommen von dem Ding da? Hast du den Punkt? Ja, ich bin genau reingefallen. Dann fahr mal runter auf die Straße. Welche Straße? Hier runter, wo ich stehe. Ach, da, die Rampe. Wie süß. Beide Rampen. Beide Rampen sind. Du kannst jetzt beide Wallrides ercheaten. Hier, das ist die Rampe für deinen nächsten Punkt. Die wow. Hier. Nee, lass ihn mal den nächsten. Ich wollte mir nur einmal den Wallride. Was ist das für eine Auffahrt hier? Fahr den mal. Ey Junge, was ist das für eine komische Auffahrt, die der sich hier gebaut hat? Bist du dran? Ne, noch nicht. So, jetzt. Alter, da hätte er auch wenigstens eine anständige Auffahrt machen können. Ja, du verkackst da leider trotzdem gleich. Ja. In 3, 2, 1. Oh, er ist Tatsache dann vorbei. Was? Ich hab auch das gehört, was wir gesagt haben. Mhm. Nee, ich mach es. Jetzt fahren Sie langsam. Da. Dann schaffen Sie es auf Hörsturm. Nee. Mhm. Was? Lauf mir nicht vors Auto. Da waren zwei Wege. Bin ich jetzt richtig gefahren oder falsch gefahren? Das ist jetzt die Frage. Boah, was ist das für eine... Wow, bist richtig bisher. Die Spirale ist aber auch assi gesetzt. Komisch, hier ist Blut auf der Straße. Ich weiß gar nicht, So, dann musste... Da ist er noch dran. Nein, da unten! Ja. Leck mich doch. Und das war's, oder?
Ich bin Harry Potter. Er ist noch dran. Er ist nicht schlecht. Jo. Was kriege ich, wenn ich das First 3 hinbekomme? Arschlich weniger. Wir sind voll nett zu Anime. Schadensfreiheitsrabatt. Na oben, das ist okay. Jemand, der mich so oft in diesem Spiel umgebracht hat, dass GTA ihn als meinen Erzfeind betitelt. Da darf ich das sagen. Wow, leck mich doch. Was kommt noch alles? Hoch, runter, hoch, runter. Meine Herren, hallo. Nein, jetzt habe ich nicht steil genug hoch. Ja, gut, alles klar. Dann hol dir jetzt mal bitte den nächsten Punkt, Alter. Wir nehmen schon seit über einer Stunde auf. Ja, aber ich sag dir, den Punkt kann man schaffen. Was ich alles gesehen habe. Der zweite Teil ist nicht mehr so schwer. Den anderen kann man ziemlich safe auch schaffen. Also ich hätte es fast First Try durchgeschafft. Die zweite, die Rampe hier nehmen oder welche Rampe muss ich nehmen? Schaff mal die Rampe. Muss ja echt schon First Try durchnageln. Ja. Alter, ich geh mal von der Rampe hier aus, oder? Habe ich die Erlaubnis, als erstes dann ins Ziel zu fahren? Ich bin Krach, Andrews. Krach, Andrews. Von meiner Seite her, gerne. Mir ist das egal, ob ich als Erster oder Vierter ins Ziel komme. Nee, dann fährst du als Zweites rein. Ist mir. Wow, ich hätte mehr Gas geben sollen. Mir ist es auch egal, aber ich krieg dann das meiste Geld und ich brauche noch ein paar Autos langsam mal. So true. Ich mach das nicht wegen dem Geld, ich fahre da aus reinem Spaß mit. Ich habe die meisten Sachen, die ich in Geld kaufen kann, also... Da unten, okay. Ups. Ah, da ist doch ein Anime-Fan unterwegs. Ups, da habe ich einen Endres überfahren. Was? So, ne, Endres steht hier neben mir. Nein, das sah so aus wie Endres. Nico, fahr rein. Mhm. Ins Ziel springen, oder? Ich habe keine Ahnung. Das weiß ich noch nicht. Endres, gib ihm. Unterwegs. Wow. Landest du im Ziel? Ja. Na. Gut, weil sonst hätte ich nicht respawnen müssen. Ah, in die Golfanlage genau rein. Okay, den Sprung hat er auch ganz genau abgetimt. Fuck, ich muss respawnen. Die Ente hat es nicht geschafft. Ja. Nein. Los, Mann. Alter. Ey, geil, 13, 12, 11. Ah, nein. Nimm ihn von unten. Und er schafft es nicht. Aris hat uns nochmal zum Lachen gebracht. Geile. So, Leute, kommen wir zur Vergabe der Ziegenpunkte. Likoka. Oh, oh, oh. Ja, wir wollen mal nicht so hart sein. Ja. Was hast du da? 4? Mhm. Andrews? Ebenfalls 4. Cheatpunkte oder Möglichkeiten, sich den Weg absichtlich zu ercheaten. Ja. Anime? Ich überlege noch. Die Wallrides waren schön knackig. Die haben Spaß gemacht. Der eine Man fand ich sehr schwer wegen dem 5er. Dann die Cheatwege. Dafür gebe ich 4,5. 4,5? Alter, dein Ernst? Okay, 4,5. Ich schließe mich der Sache auch an. 4 Punkte. Knackiger Schwierigkeitsgrad, das auf jeden Fall, aber er verbaut Elemente, wo man nichts sieht. Und das nervt mich immer ziemlich. Ja. Aber so von den Übergängen her hat das einigermaßen smoother hingekriegt als bei der Map davor. Ja, das muss man sagen. Ja. Nur die eine Element habe ich geschafft, wo es so flach war. Dass du nicht drauf bleiben konntest. Alter, 5er. Ich sag, ne? 5% Steigung ist zu flach eigentlich. Gut, liebe Freunde, dann sind wir am Ende einer Episode angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir würden uns natürlich über positive Bewertungen freuen. Lasst unseren Kanal ein Abo da. Ne? Support ist kein Mord. Ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und sage schön mit dir. Und noch einen wunderschönen Tag. Ciao. Ciao zusammen. Tschüss.